Guten Morgen Deutschland. Heute bringe ich euren Puls und euren Blutdruck mal so richtig in Wallung. Liebe Leute, bitte, bitte, wenn ihr dieses Video gesehen habt, macht eine Faust in der Tasche, bleibt ruhig, bleibt entspannt und vor allem macht eines. Geht weiter raus und sucht eure Schlüssel und sucht eure Unschuld. Warum sage ich das vorher? Bitte achtet auf eure Kommentare unter diesem Video. Ich bitte euch. Die Menschen gehen seit Wochen auf die Straße in Deutschland gegen diese Maßnahmen, gegen die drohende Impfpflicht, gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ab dem 16. März kommen soll. Und mittlerweile kommt ja sogenannter Gegenprotest, mal mehr, mal weniger. Und händeringend wird versucht, das Ganze zu organisieren. Und das macht zum Beispiel im Falle Düsseldorfs der Oberbürgermeister, der überparteilich dazu aufruft, sich dem Gegenprotest anzuschließen. Und ja, daraufhin gab es jetzt eine kleine Aussprache in Düsseldorf. Ganz interessant, wer da an diesem Gegenprotest von den Parteien, also diesen Demokraten, also CDU, FDP, SPD, aufgerufen wird und wer sich da anschließen soll. Hört mal zu. Rufen CDU, Linke, Grüne, SPD und FDP gemeinsam zu einer Demo von Düsseldorf stellt sich quer auf. Man muss sich das mal vorstellen. In diesem Bündnis sind mit Antifa und interventionistischer Linke vom Verfassungsschutz eindeutig als linksextrem und teilweise gewaltbereit eingestufte Gruppen dabei. Schon jetzt rufen diese Gruppen mit Unterstützung von Düsseldorf stellt sich quer dazu auf. Ich zitiere: Lasst uns das System aus den Angeln heben. Die Antwort auf liberale Arroganz heißt Klassenkampf und Kapitalismus überwinden. Und gemeinsam mit diesen Leuten demonstrieren CDU und FDP und rufen sogar noch zur Teilnahme auf. Also Seite an Seite mit roten Fahnen gegen das System und gegen rechts. Sie werfen gleichzeitig den besorgten Bürgern auf der Straße eine mangelnde Abgrenzung zum Extremismus vor und halten diese selber nicht ein. Aber auch bereits der Brief des Düsseldorfer Appells zeigt, Meinungsfreiheit gilt anscheinend immer nur dann, wenn es in das eigene Weltbild passt. Obwohl nur ein Bruchteil der Corona-Demonstranten sich politisch rechts verorten, rücken sie tausende friedlich demonstrierende Demonstranten in die Nähe von Rassisten und Extremisten. Obwohl sie wissen, dass Gegendemonstrationen angemeldet sein müssen, rufen sie dazu auf, sich unangemeldet an den Straßenrand zu stellen und damit Versammlungsrecht zu brechen und der Polizei die Arbeit zu erschweren. Der Polizei möchte ich an dieser Stelle für ihre Besonnenheit und ihren Einsatz übrigens einen großen Dank aussprechen. So, liebe Leute, also CDU, FDP, SPD und wie sie alle heißen, auch die Grünen, rufen also dazu auf, sich dem Gegenprotest anzuschließen und unter anderem mit zwei verfassungsfeindlichen Organisationen Gruppierungen. Interessant, nicht wahr? Und da gab es natürlich eine Reaktion drauf von einer Regierungspartei, und zwar von der SPD, einer der Bürgermeister in Düsseldorf, Bürgermeisterinnen, Entschuldigung. Und wenn ihr diese Rede jetzt hört, als das oder als was ihr da draußen, ihr bezeichnet werdet von dieser Dame der SPD, das wird jetzt euren Puls und euren Blutdruck so richtig in Wallung bringen. Bitteschön. Die Protestierenden bieten ein sehr heterogenes Bild. Sie kommen aus dem Milieu der Wissenschaftsfeindlichkeit. Sie sind Verschwörungsgläubige. Sie sind Geschichtsverharmlosende, Staats- und Politikfeinde. Das Weltbild, welches da beschrieben wird, ist antidemokratisch und strukturell antisemitistisch. Und die Klammer, die alle Unterschiede zusammenhält, ist das Verschwörungsnarrativ. Wir hatten gerade eine Kostprobe davon zu hören. Ich hoffe, ihr habt das alles richtig gehört da draußen. Friedliche Bürger, Menschen, die für ihre körperliche Unversehrtheit auf die Straße gehen, Menschen, die für Frieden auf die Straße gehen,
die gegen Ausgrenzung auf die Straße gehen, werden hier von einer SPD-Bürgermeisterin als was tituliert, liebe Leute. Also wenn es noch Gründe gab, abseits von diesem ganzen Irrsinn, zu verstehen, wie unsere Politik in diesem Land funktioniert, wie Meinungen gemacht werden, wie der Wähler und der Bürger manipuliert werden. Ich denke, das war der letzte Beweis dafür. Euch einen schönen Morgen.